Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 23. Dezember 2017? Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann im Grenzbereich, weil übergeht in Tierkreiszeichen Fische. Die beiden Lichter, Sonne und Mond, nennen die chinesischen Astrologen als Himmelskaiser und Himmelskaiserin. Und sie ordnen diese Bewegung zu Himmelsrichtungen zu und bezeichnen sich als Paläste. Und sie sagen, dass der Himmelskaiser und die Himmelskaiserin befindet sich gerade im Palast des Nordens und die nennen das als schwarze Schildkröte. Die Himmelskaiserin, also der Mond, bewegt sich frei im Palast des Nordens und der Himmelskaiser, also die Sonne, zieht sich zurück in die Mitte. Sonne vermittelt uns Licht, Klarheit, Orientierung. Und es ist eine Botschaft, wenn wir Klarheit, Orientierung bekommen möchten über unserem Leben oder eine bestimmte Situation, sollen wir dieser Bewegung folgen, zurückziehen, zur Ruhe zu kommen, nachdenklich zu sein oder etwas noch planen oder sogar meditieren. Unserem Planet Erde bewegt sich im Tierkreiszeichen Krebs. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist das Palast des Südens und sie nennen es als rote Vogel. Unser Planet Erde bekommt Einfluss von Tejat und Dirach. Diese beiden Sternen, Tejat und Dirach, befinden sich im Tierkreiszeichen Zwillinge. Das sind die Füße der Zwillinge. Aber wirken etwas in diesem Bereich Krebs, wo unser Planet Erde sich gerade bewegt. Warum? Weil diese Sternbilder sind unterschiedlich groß und sie übergehen auf dem anderen. Also es wird anderes unterteilt, wie wir das astrologisch kennen. Diesen beiden Sternen, Tejat und Dirach, hat einen Einfluss auf unseren Planet Erde. Tejat sagt, Schritte machen. Dirach vermittelt, aber bevor wir diese Schritte machen, brauchen wir Stärke, wir brauchen Kraft. Und das ist übereinstimmend auf die Botschaft von die Sonne. Rückzug, Ruhe, Nachdenklichkeit, Plan, Orientierung oder sogar Meditieren über etwas. So kommt die Klarheit, so kommt die Orientierung und erst dann kommen wir Schritte machen. Und mit diesem Rückzug bekommen wir auch Kraft und Stärke, das, was die Rach vermittelt und bestrahlt unseren Planet Erde. Und die Erde hat auch eine Botschaft für uns, ist unsere Heimatplanet und gibt uns ein Zuhause, Sicherheit, Stabilität und ein fester Boden unter unseren Füßen. Wie wirkt es auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Dazu kommen noch natürlich die Planeteneinflüsse. Tierkreiszeichen Wassermann. Sie haben das Gefühl, sie bewegen sich im Grenzbereich oder sie übergehen über ihren Grenzen. Sie fühlen sich kraftlos und jetzt sammeln sie die letzte Kraft, etwas zu bewältigen. Natürlich kann das auch die Haut sein, dass die Wassermann-Geborenen haben das Gefühl, sie fühlen sich in eigener Haut nicht wohl. Also sie stoßen an ihren Grenzen gerade. Was gut ist und gut wirkt, das ist eine Nachricht, ist auch eine Vorwärtsbewegung. Merkur ist schon direktläufig, also kommt bei den Gesprächen jetzt etwas in Bewegung. Und in die Liebepartnerschaft haben die Wassermann-Geborenen auch Glück. Sie fühlen sich zwar kraftlos oder sie müssen sich durchsetzen, da stoßen sie schon an ihren Grenzen. Was noch wichtig ist bei den Wassermann-Geborenen immer noch, die Werte, die Wertschätzung, das Selbstwertgefühl
und damit hängt auch die Finanzen zusammen. Die Tierkreis einen Fischen geborenen ist auch Thema. Wert, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Finanzen, Geld, Geld in Ordnung zu bringen, im Fluss zu bringen. Und da haben die Fischen geborenen auch Glück. Bei die Wassermann geborenen, das ist eher eine Art Befreiung. Bei die Fischen geborenen liegt das Glück. Aber damit wirklich das Glück auch kommt, Gewinn zu erzielen oder etwas gewinnen, wichtig ist, dass die Fischengeborenen gerade an ihrem Traum, an ihrem Vision vertrauen oder intuitiv handeln. Weil ein Rat von anderen ist eher ein Hindernis. Es kann passieren, dass die Fischengeborenen gerade einen wichtigen Traum haben oder sie haben ein Gespür jetzt, der richtige Moment zu erkennen, etwas zu gewinnen. Also dann sollen sie auf ihren eigenen Bauchgefühl hören, weil so kommt das alles im Fluss. Wo die Fischengeborenen achten sollen, das sind die Gespräche oder Verträge. Das kann auch ein Hindernis sein. Kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht oder einen Termin und es kommt noch nicht. Es sind da Einschränkungen da. In die Liebepartnerschaft sollen sie noch geduldig sein, weil da sind noch alte Erinnerungen oder verletzten Gefühlen von der Vergangenheit. Erstmal das Loslassen von etwas verabschieden, trennen, damit etwas Neues kommen kann. Aber es ist noch nicht der richtige Augenblick, Glück zu haben in die Liebepartnerschaft. Wo die Fischengeborenen Glück haben, das sind ihre Vorstellungen, die Kraft und Mut, etwas in Bewegung setzen, sich durchsetzen. Und wo sie auch Glück haben, das ist das Geld, sie haben Gewinnchancen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen stoßen auch an ihren Grenzen. Sie brauchen auch sehr viel Kraft, etwas zu bewältigen. Es kann auch passieren, dass das alles zu viel war und fühlen sie sich auch kraftlos und sie sollen überlegen, welche Richtung setzen sie ihre Kraft ein, weil das kann auch wieder zu viel sein und verlieren sie die inneren Gleichgewicht. Wo die Wiedergeborenen hilft, weil das ist sehr schön, die Liebe, haben sie Glück oder könnte ich sagen, wir haben Glück, gehöre ich auch dazu und eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Also geschäftlich läuft besser, es ist auch eine Vorwärtsbewegung. Es werden auch Veränderungen kommen, die rückläufige Uranus bremst vielleicht noch etwas, aber ab 2. Januar dreht sich das alles. Zwar Uranus wird stationär, aber dann kommt eine Vorwärtsbewegung und das bedeutet dann größere Veränderungen, Umbrüche, wo guter Einfluss ist, wie ich schon sagte, das sind die Termine, Gespräche, Handlungen und die Liebe. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen wird in den kommenden Tagen etwas besser sein und es ist ein beruhigendes Gefühl, was die Stiergeborenen widerspiegelt das Leben, das sind ihre Chancen und da auch Mut und Kraft zu zeigen und das auch annehmen. Wichtiges Thema ist nicht nur die berufliche Situation und da Kraft und Mut zu zeigen und diese Chancen ergreifen, sondern Thema Liebepartnerschaft ist auch sehr wichtig, gerade bei den Stiergeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen verspüren eine gewisse Leichtigkeit. Sie können auch mit guter Nachricht rechnen, Gesprächen und auch in der Liebe, Partnerschaft bewegt sich auch einiges. Aber wichtig ist, dass die Zwillingsgeborenen nicht nur passiv verhalten, sondern auf anderen zugehen. Entweder zuhören oder den Kontakt suchen und in die Liebe auch Gefühl zeigen, weil so kommen sie in Leichtigkeit, so kommen sie im Gleichgewicht. Wichtig ist auch bei den Zwillingsgeborenen die Lebensfreude oder die Freizeit oder ein Hobby, weil da liegt auch die Kraft. In den kommenden Tagen werden Einschränkungen da sein, weil die Zwillingsgeborenen werden etwas unsicher sein oder nervös oder unruhig, aber das geht auch schnell vorbei und dann ist wieder die Begeisterung und wieder die Leichtigkeit, Bewegung da.
Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist auch ein wichtiges Thema. Die Liebe, Partnerschaft, sie befreien sich von etwas. Das kann bedeuten, dass von vergangenen Erinnerungen befreien sie sich, kann auch bedeuten, dass sie gerade trennen und ist ein Neuanfang da. Und das ist die Befreiung, Chance für eine neue Richtung oder eine neue Begegnung. Kann auch bedeuten, dass sie lernen, gerade im Liebepartnerschaft frei bewegen, weil das ist auch sehr wichtig. Das heißt mit anderen Worten, wenn die Krebsgeborenen beengt fühlen in die Partnerschaft, dann sollen sie dafür sorgen, dass sich verändert, weil sie haben gerade die Bedürfnis nach Zweisamkeit, nach Partnerschaft, aber auch die Freiheit, das frei zu sein, frei bewegen zu können, ist auch wichtig, sonst fühlen sie sich eingeengt. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist auch wichtig, gerade die Liebe, Partnerschaft, aber auch Karma, karmische Begegnungen, karmische Lernaufgaben. Und was auch wichtig ist, im inneren Gleichgewicht bleiben. Die Löwengeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen, die Gespräche nehmen zu oder bekommen einen wichtigen Termin und in der Liebe, Partnerschaft haben auch Glück, die Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen sollen in den kommenden Tagen die Ruhe bewahren, das innere Gleichgewicht. Und auch wichtig, dass sie nicht nur nach Verstand handeln, sondern hören auf ihren Gefühlen, weil das ist dann in den kommenden Tagen das beste Ratgeber. Also alles überprüfen, klar denken, aber auch auf die Intuition hören, weil das bringt weiter, gerade die Jungfraugeborenen. Und es ist auch wichtig momentan, dass sie etwas verändern in ihrem Leben. Sie befinden sich gerade in einem Prozess und das ist der Prozess der Transformation. Was die Liebe betrifft, die Gespräche, Nachrichten betrifft, da sind Einschränkungen da. Kann auch bedeuten, dass sie die Vertrauen verlieren oder kommen alte Erinnerungen, verletzten Gefühlen und stehen selbst im Weg. Und das, was sie transformieren, gerade davon, von solchen Erinnerungen, solchen Gefühlen befreien, damit da auch eine Verbesserung kommen kann. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen werden in den kommenden Tagen etwas unsicher sein oder fangen an zum Zweifeln. Das kann passieren. Ansonsten haben sie eine wunderbare Energie und das ist ein Aufstieg, Anerkennung, Erfolg in allen Ebenen, besonders beruflich, weil jetzt haben Sie die Chance, beruflich etwas verändern, verbessern und da bekommen Sie die Lob und die Anerkennung. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher oder nervös, aber jetzt in den kommenden Tagen beruhigt sich das alles und kommt auch alles im Fluss. Die Skorpiongeborenen haben auch eine gute Chance, das ist auch Aufstieg, Anerkennung, Lob, beruflichen Erfolg und sie haben auch Gewinnchancen. Wichtig ist, dass sie auch intuitiv handeln. Das ist die Voraussetzung. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist alles wunderbar, was die Verträge betrifft. Da sollen sie was überprüfen. Kann passieren, dass jemand versucht, die über den Tisch zu ziehen, gerade wenn das um Finanzen geht. Also achtsam sein bei Finanzengesprächen und dann wenn Sie das berücksichtigen, dann kann nichts passieren und Sie haben eine gute Energie, einen Aufstieg, auch Anerkennung, Lob, Glück, Gespräche, Handlungen und auch Liebe, Partnerschaft ist auch sehr wichtig. Da bewegt sich auch einiges und in der nächsten Zeit geht es alles leichter. In den kommenden Tagen werden da vielleicht etwas nervös oder unsicher sein, die Schützengeborenen, aber das geht auch schnell vorbei und dann kommt wieder die Begeisterung und eine gute Energie. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen stoßen auch an ihren Grenzen. Sie haben das Bedürfnis, sich zu behaupten und haben das Gefühl, sie werden nicht wahrgenommen. Und das ist nicht die Wahrheit. Sie werden wohl wahrgenommen, aber sie fühlen sich anderes. Sie haben das Gefühl, das ist, mehr geht's nicht. Da stoßen sie in ihren eigenen Grenzen. Und da
überwinden, braucht man Mut, braucht man Kraft. Und das sollen sie auch nützen, mutig zu sein und handeln und auf ihren inneren Kraft vertrauen und auch ein selbstbewusster Auftreten. Das ist die Lösung, weil dadurch ändert sich die Lage und dann merken sie auch, dass sie waren ganze Zeit wahrgenommen und wurden überall gelobt, nur die selbst haben das anderes empfunden. Und wenn sie diese Stärke, dieses Selbstbewusstsein zeigen können, dann kommt auch was zurück und das spiegelt sich etwas und daran liegt die Kraft. Und das war mein Tageshoroskop. Diese Tagesenergie ist natürlich allgemein, aber es besteht immer die Möglichkeit, für sie persönlich das zu beschreiben. Da gibt es verschiedene Themen, wie zum Beispiel ein Termin, ein Vorstellungsgespräch und einen gerichtlichen Termin. Ich kann das genau beschreiben, wie das verläuft, wenn ich die Datum weiß und den Beginn dieser Termin, die Uhrzeit dazu. Oder haben Sie die erste Begegnung in der Liebe? Von diesem Datum, auch mit Uhrzeit selbstverständlich, kann ich auch beschreiben, wie verwickelt sich, wie wird diese Partnerschaft. Es gibt aber auch andere Themen. Wie verläuft Jahr 2018? Was ist die Tendenz? Wo soll ich achten und wie ist das in die einzelnen Monaten? Das kann ich auch beschreiben. Also, Sie können gerne mich fragen. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Was ich noch erwähnen möchte. Es besteht alles aus Energie. Und wir Menschen haben ein Energiefeld. Diese Energiefeld erzeugen wir selbst von unserem Inneren, durch unserem Denken und unserem Fühlen. Sehr wichtig ist also, in welche Richtung denken wir. Sind wir die Verlierer im Leben oder die Gewinner im Leben? Dann kommen die Emotionen dazu. Und Gefühle wie Zweifel, Schuldgefühl oder Angst, das stört unserem Energiefeld. Dadurch entstehen die Hindernisse. Weil das, was wir ausstrahlen, dieses Energiefeld, ist unsere Anziehungskraft. Und nicht nur wir haben diese Anziehungskraft, sondern andere Menschen haben das auch. Sie haben auch ihren Energiefeld. Ich könnte sogar behaupten, dass jeder Mensch hat eine einzigartige Energiefeld, wie auch eine einzigartige Horoskop, Geburtshoroskop hat, wie ein Fingerabdruck. Und es gibt Menschen, wo wir sofort die Sympathie spüren. Und da ist die Anziehungskraft da. Das kann in der Liebe sein, das kann bei Freundschaften sein oder kollegial. Das ist die Anziehungskraft. Wir sind in die gleichen Wellenlänge. Es gibt Menschen, wo wir nicht riechen können. Wissen wir gar nicht, warum. Passt die Energiefeld nicht. Wir sind nicht in die gleichen Wellenlänge. Muss auch nicht sein. Dann, die Orte haben auch was Eigenes. Auch eigenen Energiefeld. Es gibt Städte oder Orte, wo wir sagen, oh, da ist so ruhig, da fühle ich mich so wohl, da möchte ich leben. Und dann gibt's Orte, manchmal können wir gar nicht erklären, warum, wo wir dann sagen, oh, da bedrückt mich etwas. Die Räumlichkeiten haben auch Energiefeld. Es gibt Kaufhäuser, wo wir sagen, das ist hell, luftig, freundlich, oh, da kaufe ich gerne ein. Es gibt anderen Kaufhäuser, vielleicht genauso schön. Und wir sagen dann, oh, schnell, schnell raus, hier bekomme ich keine Luft mehr. Unserem eigenen Zuhause
hat auch Energiefeld. Das ist nicht nur von uns ausstrahlende Energie, sondern auch von Vergangenheit. Die Menschen, die wo dort gelebt haben, hinterlassen ihren Spuren energetisch, wenn sie zu viel Angst gehabt haben. Und das permanent, dann atmen wir das auch ein. Also es ist wichtig, das zu bereinigen. Weil oft passiert dann, dass es nichts klappt oder sind wir unruhig oder haben wir Schlaflosigkeit und wir können nicht erklären, warum. Dann kommt dazu die kosmische Energie. Das sind diese Tageshoroskopen, was ich vermittle jeden Tag. Das ändert sich Tag zu Tag. Das ist in Wandlung und wirkt bei jedem anderes. Manche Tierkreiszeichen haben damit einen Vorteil, andere weniger, aber das wechselt sich, weil das ändert sich ständig. Aber da auch zum Einklang zu kommen, das ist das Wissen des Astrologie. Damit meine ich nicht die Abhängigkeit, sondern wir sollen intuitiv sein, auf unserem Gefühl vertrauen. Weil unserem Gefühl hilft uns, Klarheit zu bekommen. Natürlich kommt auch die Denken dazu, aber das Gefühl ist auch sehr wichtig, da zu vertrauen. Und es gibt Mittel, wo hilft, die Energiefelder reinigen, harmonisieren. Natürlich, die Liebe ist die stärkste Energie, wenn wir Liebe aussenden. Nicht nur wir Menschen, sondern ich behaupte, ich glaube daran, dass sogar die Tiere haben diese Fähigkeit, dieses Gefühl uns zu vermitteln und dadurch harmonisiert sich etwas. Das bindet. Aber nicht nur das Lebenswesen, sondern die Natur, die Pflanzen, aber auch andere Hilfsmittel wie Düfte oder Farbe haben auch diese harmonisierende Wirkung oder die Musik. Und das, was ich versuche, in Zukunft auch immer wieder mal betonen, dass es oft hilft auch. Wenn Sie da Fragen haben, können Sie auch schreiben oder schauen Sie in meinen Shop, da biete ich auch so Rituale oder Hilfsmittel auch an unter www.denderasusannamedici.com und Rituale. Es ist keine Hexerei. Es hat auch mit schwarzer Magie auch nichts zu tun, sondern nützen, etwas zu harmonisieren, die Düften, die Farben, die Halbedelsteine, dann kommt auch die Glauben dazu, auch diese göttliche Energie uns einzuladen, wie in ein heiliger Ort. Und das können wir auch praktizieren. Und ist auch wichtig, welchem Tag wir damit arbeiten, damit wir im Einklang sind, in kosmischer Energie. Und das kann ich auch vermitteln. Und nicht vergessen, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.